Nächste Winter an dem Tisch davor. The Winter. Stimmt. In der Tat. Zweifellos. Bitte wer? Siegreicher Adelsspross. Er lebt in einem Schloss. Männerlee. Armer Kerl. Bitte wie? Es ist tragisch. Ja, ich las davon. Er kam im Rolls-Royce wie letztes Jahr. Wirklich schlimm. Bitte was? Wovon reden Sie? Es stand in jeder Zeitung. Was? Er verlor unerwartet seine Frau. Rebecca, welch ein Schlag. Jeder sah, der Mann verdötterte Rebecca. Guten Morgen. Wie geht es, Mrs. Van Hopper? Sie hat Halsschmerzen, die übliche Grippe, denke ich. Bitte sehr, Mademoiselle. Entschuldigung. Lassen Sie das und legen Sie hier noch ein Gedeck auf. Mademoiselle wird mit mir frühstücken. Nein, nein, das geht doch nicht. Wollen Sie vor einem nassen Tisch doch sitzen? Das macht mir nichts aus. Wirklich nicht. Dummes Zeug, kommen Sie. Ich wollte Sie ohnehin bitten, sich zu mir zu setzen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Sie müssen mir verzeihen, ich war wohl ziemlich unhöflich gestern Abend. Oh, das fand ich nicht. Mir schien eher, dass Mrs. Van Hopper... Eine Freundin? Ich bin angestellt bei ihr, als Gesellschafterin. Dafür zahlt sie mir 90 Pfund im Jahr. Ich wusste nicht, dass man Gesellschaft kaufen kann. Was soll ich tun? Ich brauche das Geld. Haben Sie denn keine Verwandten? Nein, sie sind alle gestorben. Waren Sie hier schon einmal in den Bergen? Man hat eine fantastische Aussicht von dort oben. Nein, Mrs. Van Hopper geht keinen Schritt aus dem Hotel. Na, dann vergessen wir doch das hier. Wir können ja irgendwo einkehren. Oh ja, aber ach, was, holen Sie sich was zum Überziehen. Ich lasse inzwischen den Wagen vorfahren. Kann das sein? Geht das an? Ist er freundlich oder flirtet er? Das ist doch nicht sein Niveau. Vielleicht doch. Interessant. Hab ich richtig gehört? Er macht halt einen Ausflug mit ihr. Warum nicht? Allerhand. Kaum zu glauben. Ist der Mann denn blind? Sie ist noch ein Kind. Ein dummes Tick. Er sucht Trost. Degutant. Es gehört sich nicht. Ich glaub nicht, dass er etwas von ihr will.